Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel erkennen konntet, geht es heute um einige neue Produkte. Kann ich kurz ein Problem ansprechen? Und zwar, ich krieg meine Kamera nicht eingestellt, dass sie halt Kontrast und Farbe richtig anzeigt. Also mir ist voll aufgefallen, dass ich in einigen Videos entweder viel zu rot bin, viel zu gelb bin, die Kontur viel zu krass aussieht, weil die einfach durch die Sättigung von der Kamera nochmal versteckt wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich drehen soll, weil ich weiß, wie man sich schminkt. Ich baller mir keine 10 Tonnen Kontur in die Fresse, um dann auszusehen wie so ein Halbgeist mit 10 Tönen dunklerer Kontur. Also wie ihr sehen könnt, ich bin einigermaßen schon geschminkt. Das ist von meinem Alltag. Ich weiß, ich habe ein bisschen nachgefettet, ist schon klar, aber davon lassen wir uns nicht stören. Und ich lege mit dem ersten Produkt los. Und zwar ist es ein Pröbchen, was mir mitgeschickt wurde bei Douglas. Und zwar ist es die Strobe Cream von MAC, also eine Mini-Version. Ich bin jetzt nicht so überzeugt, weil es hinterlässt so einen Schleier auf der Haut. Dann kommen wir zu einem Highlighter, den habe ich mir bei Kiko mitgenommen. Mann, wie schön die Verpackung ist, ey. Das Brighten Up Powder, ihr wisst es. Ich benutze es einfach viel zu oft. Und ich mache ein bisschen den Schein weg. Auf jeden Fall bin ich halt nicht an den Foiled oder Crash Foiled Highlighter gekommen. Deswegen habe ich nach einem Ersatz mich herumgeguckt. War das gerade Deutsch? Keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich hier von Kiko Milani. Und ihr könnt sehen, geht schon in die Richtung. Da ist leider Glitzer drin, weil ich habe den schon so getestet. Und das ist übrigens aus der Arctic Holiday Reihe. Da gibt es noch mehrere Produkte, aber ich habe mich einfach nur für den Highlighter interessiert. Den tragen wir einfach auf mit so einem fluffigen Pinsel. Der ist nicht identisch, aber... Aber da interessiert mich, was er wirklich auch drauf hat. Deswegen nehme ich nicht so einen Fächerpinsel, sondern ich hole mir meinen Lieblings-Highlighter-Pinsel, wenn ich ihn finde. Hier. Oh mein Gott. Hello. Ja, kommen wir wahrscheinlich zum wichtigsten Part von diesem Video. Und zwar habe ich mir weitere NYX-Lidschatten dazu geholt, weil es endlich mal die wieder gab. Also ich wollte mir das Rot und Gelb holen, das gab es aber ständig nicht. Und dann habe ich gleich auch noch so neutrale Töne gesehen, deswegen dachte ich mir, so matt-neutral hole ich mir. Und bei NYX ist es halt so, die Lidschatten kosten halt pro Lidschatten 3 Euro um was. Was meiner Meinung nach ein total fairer Preis ist. Und ich meine, ihr kriegt ja eine Qualität, ne? Also ich sehe schon, dass das eine braun und dass das Gelb eine andere Verpackung haben. Also ich zeige euch mal den Orangenen und den Gelben im Vergleich. Also den Orangenen habe ich schon eine Weile, also so ein paar Monate, und das Gelb ist jetzt neu. Deswegen denke ich einfach, dass sie weg waren, dass sie halt einfach einen neuen Batch gemacht haben und gleich auch die Packung geändert haben. Also die drei Farben hatte ich vorher schon. Ich habe sie vorsichtshalberweise mal schon beiseite gelegt, falls ich sie verwenden werde. Aber ja, wir haben unser Lid eigentlich schon gesettet und ich würde mal sagen, wir legen erstmal mit Stiletto los. Das ist so ein schönes neutrales Braun, beziehungsweise eigentlich schon kühl, ne? Also neutral ist es nicht mehr so. Und ich tippe was auf den Blender und wir gehen in die Crease. Dann gehe ich auch schon mal ins Gelb und da bin ich ernsthaft gespannt. Okay, ich gehe mit einem Blenderpinsel rein, also nicht wundern, weil ich möchte so einen Übergang blenden. Ihr werdet das sehen, mal Nase, nicht jetzt. Also auf jeden Fall jetzt schon mal besser als das Gelb von DM. Ich nehme mir mal so einen größeren Blendepinsel. Okay, das Gelb lässt sich richtig schön aufbauen. Ah
Das Rot scheint Glitzer zu haben, deswegen swatche ich mal, ob das nicht so ein Schimmer-Lidschatten ist. Vorsichtshalberweise habe ich ja noch das Orange. Und ich gehe unter das Gelb. Also ich verbinde es mit dem Gelb, aber ich gehe schon ein bisschen unter. So, dann haben wir als nächstes die Farbe Own the Night. Und das ist so ein kühles Braun. Dazu nehme ich mir hier so ein Präzisionsdings, Dings. Und ich gehe direkt in die Crease. Und dann gehe ich auch in die Inner Corner. Und ich gehe auch gleich unter das Auge. Drehe den Pinsel um. Versuche das gleiche zu machen wie oben. Also ich gehe als erstes ins Rot. Und dann wieder das Gelb. Ich nehme dann hier so einen flachen Pinsel. Und nehme die dunkle Farbe wieder. Ich zoome euch mal ran, wenn ich an die Kamera rankomme. Als nächstes gehe ich wieder in diesen Lidschatten hier. Nehme den mit dem Finger aus. Das ist der Highlighter, ich habe gerade Lidschatten gesagt. Und ich gehe also auf die Mitte von meinem Lid. Und dann nehme ich wieder den Pinsel, wo die dunkle Farbe ist, und verbinde das ein bisschen. Ich mache erstmal das Auge hier fertig. Und zwar haben wir als nächstes die Lashes. Und zwar habe ich mir welche von Kiss mitgenommen. Und zwar sind es die Sultry Lashes. Also so sehen die aus. Die haben ein etwas dickeres Bändchen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie das gleich funktionieren wird. Ja, ne? Also ich habe Mikrofon mal wieder nicht angemacht. Im letzten Video musste ich ja schon Voice-Over machen. Ja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ich habe die Lashes aufgeklebt. Ich habe nochmal die Reste, die ich abgeschnitten habe, hier unten rangeklebt. Dann habe ich in die Inner Corner Highlighter nochmal aufgetragen. Den habe ich auch hier oben hingemacht und ich habe den nochmal verstärkt auf den Lidern. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die Lashes stehen an den Rändern ab. Die haben auch ein dickeres Bändchen als die, die ich im letzten First Impression Video ausprobiert habe. Trotzdem sind sie richtig schön dramatisch, also gerade für Instagram perfekt. Also ich glaube, diesen Look werde ich mal ausnahmsweise fotografieren, weil normalerweise nehme ich mir Zeit für meine Instagram Looks. Bis auf die Strobing Cream waren die heutigen Produkte mal gut. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben. Wenn ihr was anzumerken habt, in die Kommentare schreiben. Und falls euch meine Videos gefallen, könnt ihr ja gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.